Endlich ist es soweit. Nach längerer Wartezeit gibt es endlich wieder News für The Sims 4. Die Entwickler haben groß verraten, über was wir uns in den nächsten 3 Monaten genau freuen können. Auch wenn es abzusehen war, dass wir im neuen Jahr mit ersten Informationen zu kommenden Inhalten unserer Lieblingssimulation rechnen können, kam dieser Teaser trotzdem ein wenig überraschend. Auf Twitter haben die Entwickler ein neues Video geteilt, in dem kurz auf die kommenden Inhalte für die nächsten Monate eingegangen wird. Ganz am Anfang sieht man unter dem Kind, welches unter einem Baum sitzt, den Schriftzug The Michaelson Reunion, Sung Sequoia 2023, was mit das Wiedersehen der Michaelsons übersetzt werden kann. Sind die Michaelsons eventuell ein wichtiger Haushalt des neuen Erweiterungspacks? Sung Sequoia klingt nach einer neuen Welt, von denen wir ja auch schon ungefähr wissen, wie diese grob aussieht. Nachdem unsere letzte richtige Information zum großen Baby-Update war, dass es Anfang 2023 erscheinen wird, können wir den Zeitraum jetzt noch ein wenig weiter eingrenzen. Spätestens bis Ende März haben wir die Säuglinge als neue Altersstufe im Spiel. Jetzt zeigen die Entwickler Inhalte, von denen wir bisher noch keine Informationen hatten. Es wird 2 neue Sets geben. Auch zu den Themen können wir uns ein erstes Bild machen. Hier wurden passende Symbole gezeigt. Mein erster Gedanke war hier eine Windel, was wohl ein neues Set passend zu den Säuglingen symbolisiert. Würde. Auf den zweiten Blick ist das aber wohl eher eine Unterhose. Vermutlich erhalten wir hier ein Set mit neuer Unterwäsche, immer stelle einen Sim. Vielleicht wird dieses von der Richtung ein wenig so wie das The Sims 3 Traumsuit Pack. Beim zweiten Set ist ein Zahnputzbecher zu erkennen. Dieser lässt wenig Raum für Spekulation. Hier fügen die Entwickler wohl Inhalte für das Badezimmer unserer Sims hinzu. Man kann von den Sets halten, was man will, aber diese Idee gefällt mir tatsächlich sehr gut und passt auch mit dem Umfang der eher kleiner geschnürten 5-Euro-Inhalten zusammen. Wenn ihr aber zusätzlich auf verschiedenste Sims 4-Inhalte bis zu teilweise 70% sparen wollt, schaut bei meinem Partner Instant Gaming in der Beschreibung vorbei. Jetzt aber weiter mit dem neben dem Baby-Update wohl aufregendsten Inhalt. Eine neue Erweiterung steht an. Zu dieser wurde dieser Bär eingeblendet, aus dem man eher weniger Informationen ziehen kann. Dafür aber umso mehr aus dem Slogan des Teasers, It's all relative. Relatives heißt auf Deutsch übersetzt Verwandtschaft, bekommen wir also endlich den lang ersehnten Community-Wunsch, ein Generationen-Erweiterungspack zurück ins Spiel? Am Ende des Monats, am 31. Januar, soll es ebenfalls einen neuen Community-Stream geben. Mal sehen, was hier Thema sein wird. Am Schluss gibt es trotzdem noch eine kleine Auffälligkeit. Die Symbole erinnern vom Aussehen ein wenig an Zähne, was eventuell auch eine tiefere Bedeutung hat. Ob hier ein neues Gameplay-Konzept wie wachsende Zähne bei den kleinen Sims oder ähnliches hinzugefügt wird, bleibt abzuwarten. Aber was denkt ihr über den Teaser der Entwickler? Welche Inhalte stellt ihr euch unter den erwähnten Themen vor? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.